Bist du kreativ? bin ich dann schon, ja. Also ich meine, oder was ist denn das? Kreare erschaffen. Ja. Mein Wert macht ja aus, dass ich als kreativer Mensch eine Einzigartigkeit habe. Deswegen ist es auch so schwer, eine Lobby zu finden, weil wir eben als Schauspieler oder als Regisseur oder Theatermacher oder auch die ganze Branche natürlich für sich behauptet, ich möchte nicht mit 10.000 anderen in einen Pott geworfen werden, ich möchte schon Alleinstellungsmerkmal kreativer sein. Die Frage ist doch, was willst du für die Kreativität haben? Was ist denn deine Idee wert? Der Christopher kann wunderbar auf Flaschen blasen. Wie viel ist ihm das wert? Sonst vergisst man das ja so gerne. Also im kreativen Prozess vergisst man das ja so gerne, dass man sich am Markt positionieren muss. Weißt du, was ich meine? Also gib mir ein Thema und wenn es mich interessiert und ich was dazu machen kann und den Kai interessiert es auch, dann macht man was da zusammen und versucht sich dazu zu positionieren. Aber da muss ich doch nicht in das Think Tank taufen, um halt, wie soll ich das beschreiben, gesellschaftsrelevant zu sein. Und einzuladen zum Gespräch und zu berühren oder. Also ich würde mich in der Verantwortung fühlen, dass ich das nicht kann. Ich kann nicht nach Hause gehen, also oder ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie es wäre, ein Kind zu Hause zu haben, weil ich komme nach Hause und mache den Rechner auf und beantworte die Mails und ich komme nach Hause und setz mich von mir aus nur noch mal ans Klavier oder so. Ich kann auch nichts machen. Ich kann auch keinen 40-Stunden-Job im Büro annehmen. Das habe ich nicht gelernt. Nee. Ich kann nichts anderes, außer kreativ zu sein. Ich halte halt nichts anderes aus. Ist halt so. Also den kann man nicht übertragen. Also unsere Arbeitssituation ist nicht übertragbar, weil wir hier arbeiten, jetzt momentan hier, in einer Situation, wo wir nicht an Profit, nicht an Resultat gebunden haben. Wenn wir ein Vorbild für die Gesellschaft, für diese Arbeitsgesellschaft sein sollen, welchen Aspekt würde man denn wirklich den Leuten wünschen? Und da würde ich mir wünschen, dass die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben. Ja, dass der Job mit denen zu tun hat.